Wenn du Schmerzen im Schulterbereich bekommst, dann wird es Zeit, dass du dein Trainingsprogramm änderst. Solltest du die Schulterschmerzen einfach ignorieren, so besteht die Gefahr, dass diese Verletzungen hervorrufen, die am Ende sogar zu einer Operation im Schulterbereich führen können. Aber welche Änderungen im Trainingsprogramm sind nun tatsächlich notwendig? Oder solltest du erstmal auf das Schultertraining verzichten, solange bis die Schmerzen vorbei sind? Manchmal hilft bei akuten Schmerzen schon eine längere Regenerationszeit. Aber wenn du hinterher wieder mit denselben Übungen trainierst, kann es sein, dass die Schmerzen wieder auftauchen und sogar noch stärker werden. Nummer 1. Trainiere mehr Zugübungen. Nach wie vor gehört das Bankdrücken zu den wichtigsten Übungen für das Training der Brustmuskulatur. Der Nachteil ist die einseitige Bewegung, die durch das Schieben der Hantelstange nach oben hervorgerufen wird. Dieses Pushing führt oft zu starken Belastungen des Schulterbereichs, was dann zur Folge hat, dass eine Schulter ermüdet und die andere Schulter für den Ausgleich der korrekten Bewegung zu sorgen hat. Aus einer gleichmäßigen Belastung wird dann eine einseitige Kraftübertragung, die am Ende zur unkorrekten Technik und Schulterschmerzen führen kann. Damit du deine Schulter nicht überlastest, solltest du mehr Zugübungen in dein Schultertraining integrieren. Versuche deshalb an der Seilzugmaschine besonders viel Übungen für die Schultermuskulatur zu absolvieren. Achte auf die Gewichte und verwende nicht zu viel Kilos, da du sonst die Übung nicht mehr korrekt ausüben kannst. Nummer 2. Trainiere deine Brustwirbelsäule. Kennst du die Übung oder den Test, bei dem du mit der linken Hand hinter dem Rücken die rechte Hand berühren sollst? Wie sieht das bei dir aus? Kommen deine Hände zusammen oder sind sie stark auseinander? Sicher hängt der Erfolg dieser Übung auch von der körperlichen Physis und vom individuellen Körperbau ab. Man behauptet aber auch, dass das Stretchen der Brustwirbelsäule durch bestimmte Übungen eine Verbesserung der Beweglichkeit der einzelnen Schultergelenke und der Schulterblätter hervorrufen kann. Nachfolgend einige Übungen für die Brustwirbelsäule. Erstens Cat Camel, zweitens Side Lying Diagonal Reach, drittens T-Spine Extension on a Foam Roll und viertens Quadruped T-Spine Extension. Nummer 3. Kurzhanteln sind wichtig. Kurzhanteln, Kabelzüge oder auch Suspension Trainers sind für das Training der Schultern besonders gut geeignet, weil die Arme und die Schultergelenke in den einzelnen Bewegungsabläufen frei beweglich sind. Übungen mit Maschinen oder Langhanteln lassen nur bestimmte Bewegungen zu und führen somit oft zu unnatürlichen Bewegungsabläufen, die sich auch auf die Schultern auswirken können. Nummer 4. Vergiss den Lat nicht. Ähnlich wie bei der Brustwirbelsäule solltest du nicht vergessen, den Musculus Latissimus Dorsi oder auch Lat intensiv zu stretchen. Das kann oft zu Beginn sehr schmerzhaft sein, aber mit einer regelmäßigen Dehnung der Rückenmuskulatur beugst du Verletzungen vor und fühlst dich entspannt und wohl. Und wenn du keine neuen Videos mehr mit geheimen Tipps rund um deine Gesundheit verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke.